Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Sie macht gesellschaftliche Missstände, die es schon lange vorher gab, sichtbar und vor allem verschärft diese noch weiter. Das gilt insbesondere auch für das Themenfeld Mieten und Wohnen, wo wir schon seit Jahren eine massive Krise erleben. Die Situation durch die Corona-Pandemie hat sich aber noch einmal massiv verschärft. Während die Investoren in der Immobilienwirtschaft weiter ihre Profite erwirtschaften, hier kann man ja eigentlich nicht von einer Krise sprechen, stehen viele Mieter und Hauseigentümer mit dem Rücken zur Wand. Wer seine Miete oder auch seinen Kredit schon vorher kaum bezahlen konnte, wer jetzt in Kurzarbeit kommt, seinen Job verliert oder als Selbstständiger Einkommensbußen hat, der bekommt große Probleme. Es drohen Versorgungssperren, Miet- und Kreditschulden. Im schlimmsten Fall droht sogar die Zwangsräumung oder auch der Wohnungsverlust. Und das alles inmitten der Corona-Pandemie und ihren dramatischen Folgen. Meine Damen und Herren, das darf doch nicht sein. Die Lasten der Krise dürfen nicht auch noch den Mietern aufgebürdet werden. Und das Szenario, das ich jetzt beschreibe, das vor diesem Szenario haben Mietervereine, Initiativen, Sozialverbände und Gewerkschaften und im Übrigen auch unsere Fraktion bereits seit dem Frühjahr gewarnt. Und jetzt gibt es viele Anzeichen, dass genau dieses Szenario eintritt. Das Frankfurter Wohnungsamt berichtet von einer, ich zitiere, Antragsflut auf Wohngeld. Der Mieterbund stellt einen gestiegenen Beratungsbedarf fest. Insgesamt rechnet der Mieterbund für das Frühjahr mit einer Zunahme von Wohnungskündigungen um 15%. Und auch die Mieterinitiativen, mit denen wir Kontakte haben, den Kontakt pflegen, berichten davon, dass sich sehr viele Mieter große Sorgen machen. Aber nehmen Sie eine andere Umfrage, nämlich die vom Eigentümerverband Haus und Grund, wahrlich unverdächtig, besonders linke Positionen zu vertreten. Dort haben zwar knapp 75% der teilnehmenden Mieter gesagt, dass sie über ausreichend Einkommen und Rücklagen verfügen, aber im Umkehrschluss ein Viertel der Mieter, für die scheint es finanziell eng zu werden. Und 7% in dieser Umfrage gaben sogar an, schon in konkreten Schwierigkeiten zu stecken. Würde man diese Zahlen auf alle hessischen Haushalte hochrechnen, dann wären das fast 120.000 Haushalte. Das, meine Damen und Herren, sind doch wirklich bedrohliche Zahlen bei der Mietsituation. Und diese bedrohlichen Zahlen, die dürfen wir nicht ignorieren. Augenblick mal, Herr Schalauske. Meine Damen und Herren, es ist sehr unruhig. Ich bitte Gespräche, die notwendig sind, nach draußen zu verlagern. Ja, und vielen Dank, Herr Präsident. Und ich gehe doch davon aus, dass wir uns einig sind, dass die Probleme im Laufe des Winters doch eher noch zunehmen werden, dass Corona-Maßnahmen fortbestehen, ja sogar noch verschärft werden und dass es droht, dass sich die wirtschaftliche Situation für viele Menschen noch weiter verschlechtert. Und jetzt haben wir noch nicht über all diejenigen Menschen gesprochen, die gar nicht erst über ein richtiges Zuhause verfügen, das ihnen etwa die dauerhafte Ermöglichung von Hygienestandards, von Abstandsregeln erlaubt. Wir haben noch nicht über Wohnungs- und Obdachlose, über geflüchtete Saison- und Wanderarbeiter in Sammelunterkünften oder über Schutzsuchende oder auch über die Situation in Frauenhäusern gesprochen. Sie alle sind auch durch die Pandemie ganz unmittelbar bedroht, was ja auch die regelmäßigen Ausbrüche von Corona in Sammelunterkünften beweisen. Gerade in diesen Zeiten braucht es insbesondere auch für diese Menschen ein sicheres Zuhause. Es braucht ein sicheres Zuhause für alle Menschen, meine Damen und Herren. Und deswegen muss die Politik endlich konsequent handeln. Die Bundesregierung hat leider auch nach heftigem Protest sich entschlossen, die meisten ihrer Maßnahmen wie das Mietschuldenmoratorium Ende Juni auslaufen zu lassen. Daher ist die Landesregierung nun vielmehr gefordert, sich selbst tätig zu werden und statt, wie sie das sonst so gerne in der Wohnungsfrage machen, einfach wegzuducken und so zu tun, als gäbe es viele Probleme gar nicht. Und viele der Maßnahmen, die wir jetzt brauchen, die liegen doch längst auf dem Tisch. Unsere Fraktion hat bereits im Frühsommer einen Vorschlag gemacht, wie man all die notwendigen Maßnahmen zu einem hessischen Soforthilfeprogramm für sicheres Wohnen für alle bündeln kann. Und
Diese Maßnahmen, die will ich jetzt noch einmal hier darstellen. Für den unmittelbaren Schutz der Mieter in Hessen braucht es einen sofortigen Mietenstopp. Und dieser sollte in allen Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt für 5 Jahre mindestens mal, aber für die Dauer der Corona-Krise gelten. Und gemeinsam und auf Initiative von vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Gewerkschaften, dem Mieterbund, der Caritas und der SPD-Fraktion hier im Landtag werben wir aktuell gemeinsam für einen solchen Mietenstopp. Der Mietenstopp wäre ein erster spürbarer Schritt, auch um in der Corona-Pandemie die Situation zu verbessern. Aber für uns ist auch klar, mittelfristig bleibt ein Mietendeckel nach Berliner Vorbild das wirksamste Mittel, um dem Mietenwahnsinn etwas entgegenzusetzen und die Mieten hier auch in Hessen endlich zu deckeln. Gleichzeitig brauchen wir das, was Mieterbund und viele Immobilienverbände ja schon seit geraumer Zeit fordern, nämlich einen hessischen Mietschuldenfonds. Dieser sollte sicherstellen, dass die Mieter auch unter Corona-bedingten Einkommensausfällen leiden, schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfen bekommen. Dafür gibt es verschiedene Modelle. Für uns ist aber wichtig, und das unterscheidet auch unseren Vorschlag von anderen, dass solvente Vermieter und insbesondere die großen Wohnungsunternehmen einen Teil der Kosten für diesen Wohnungsfonds tragen, für diesen Mietfonds. Schließlich haben sie in den letzten Jahren reichlich Kasse gemacht und müssen jetzt in der Krise auch an der Finanzierung der Krisenkosten beteiligt werden. Und natürlich muss es auch darum gehen, Mieter wirkungsvoll vor Wohnungsverlust zu schützen. Zu diesem Zweck müssen für die gesamte Dauer der Corona-Krise in Hessen Zwangsräumungen ausgesetzt werden. Und auch muss sichergestellt werden, dass existenzsichernde Leistungen wie Strom, wie Gas, wie Wasser, wie Telekommunikation nicht wegen Kündigungen oder Sperren, dass Menschen hier die Zugänge verlieren. Auch hier sollte das Land tätig werden. Niemand sollte in gerade so dramatischen Zeiten wie diesen auf existenzielle Güter verzichten müssen. Und die aktuelle Krise zeigt auch, und das zeigen ja die Zahlen, die ich am Anfang referiert habe, wie wichtig Beratungs- und Unterstützungsangebot ist von Akteuren wie Mieterbund, aber auch Mietervereinen, von selbstorganisierten Mieterinitiativen. Und deswegen finden wir es notwendig, dass diese auch finanziell unterstützt werden, so wie es auch in anderen Bundesländern gemacht wird. Also stärken wir und unterstützen wir die wichtige Tätigkeit der Mieterschutzorganisationen. Ein weiterer wichtiger Punkt, hier, wo die öffentliche Hand auch spürbar ihren Einfluss ausüben kann, das sind die öffentlichen Wohnungsgesellschaften. Ebenso wie viele private Unternehmen hatten sie sich ja auch im Frühjahr dankenswerterweise bereit erklärt, auf Mieterhöhungen, auf Kündigungen, auf Zwangsräumungen zu verzichten. Wir haben den Eindruck, mittlerweile rücken sie leider davon ab. In Frankfurt zum Beispiel sollen Haushalte bei der städtischen ABG zum Jahreswechsel zum Teil über 50 € pro Monat mehr zahlen. Dagegen haben die Grünen im Römer protestiert, während die Grünen hier in der Landesregierung dabei zusehen, wie die Nassauische Heimstätte zum Jahreswechsel die Mieten wieder erhöhen will. Und die Nassauische Heimstätte in der Adolf-Miersch-Siedlung in Frankfurt macht sie während der Corona-Pandemie Modernisierungsmaßnahmen, die für die Mieter mit Erhöhungen von 120 bis 200 € pro Monat verbunden sind. Ich will das ganz klar für meine Fraktion sagen. Beides ist absolut inakzeptabel und einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft unwürdig. Gerade jetzt in einer Corona-Krise muss doch die Nassauische Heimstätte ein Vorbild sein und muss auf Mieterhöhungen, auf Kündigungen und auf die Umlage von Modernisierungskosten verzichten. Und Stichwort Vorbild. Besonders gefährdete Personengruppen, wie ich sie am Anfang ja auch genannt habe, wohnungsobdachlose Menschen, geflüchtete Saison, Wanderarbeiter, Schutzsuchende in Frauenhäusern, die müssen im Moment raus aus unhaltbaren Zuständen und sollten in Pensions-, in Hotelzimmern, in Ferienwohnungen, in Jugendherbergen usw. einziehen können, auch mit Unterstützung der Landesregierung, damit sie in der Krise aus schwierigen Verhältnissen rausgeholt werden. Und abschließend, wann, wenn nicht jetzt in der Corona-Krise, fangen wir denn endlich an, die Trendwende im sozialen Wohnungsbau einzuleiten? Wir haben ja gestern die Zahlen noch einmal gehört. Wir haben in Hessen ein Problem, dass wir nach wie vor sinkende Zahl an Sozialwohnungen haben, und wir brauchen da einen
ein dauerhaftes öffentliches Wohnungsbauprogramm. Und abschließend, es mangelt nicht an sinnvollen Maßnahmen, es mangelt auch nicht an dem vorhandenen Geld. Woran es mangelt, ist am Willen der schwarz-grünen Landesregierung. Das muss sich ändern. Schutz vor Corona braucht dringend ein Zuhause. Vielen Dank.